Wie auf unserem Blogshop Bild zu kennen ist, gibt es drei verschiedene Messstationen. Eine am HTL-Dach, eine im Keller und eine direkt am Bienenstock. Diese gesammelten Messdaten werden anschließend zu unserer Umweltdatenbank versendet und ausgewertet. Wir befinden uns hier am Dach der HTL Hollabrunn. Mein Name ist Oliver Rieder. Meine Teilaufgabe war es, eine Messstation zu entwickeln. Diese Messwerte werden im Anschluss an die Umweltdatenbank versendet. Mein Name ist Thomas Weiß. Ich habe mich beschäftigt mit dem Entwickeln eines Wolkensensors und habe mich an der Entwicklung der Messstation beteiligt. Also hier befinden wir uns im Keller der HTL Hollabrunn. Mein Name ist David Wichtinger und meine Aufgabe war es, die Daten von zwei Seismographen und des Magnetfelds zur Datenbank zu schicken. Mein Name ist Andreas Riedinger. Ich bin für die Messdatenerfassung am Bienenstock zuständig und sende diese Daten an unsere Umweltdatenbank.